Das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel. Pro Jahr werden hier über 70.000 Patienten medizinisch versorgt. Die Sicherung einer hohen Behandlungsqualität ist das oberste Ziel. Wichtig sind aber nicht nur innovative Therapien, exzellent ausgebildete Mitarbeiter und der Einsatz von moderner Medizintechnik. Ein Krankenhaus muss auch mit Wasser, Energie und Wärme versorgt werden. Dienstbeginn für Jörg Ipscher, Bereichsleiter Sanitär, Heizung und Klima. Seine Abteilung ist unter anderem verantwortlich für 3000 Wasserhähne, 1500 Heizungen und die Lüftungsanlagen, die stündlich 260.000 Kubikmeter Luft transportieren. Der Wochenplan steht. Wir haben eine grobe Wochenstruktur. Diese wird dann aber präzisiert nach Sichtung der E-Mails und Berücksichtigung der ständig anlaufenden Telefonate, die kommen. Und danach haben wir vielleicht eine Planungssicherheit so circa von 30-40%, wo wir die großen Sachen durchführen können. Und das andere wird ständig operativ entschieden. Heute ist zusätzlich dazu gekommen, der Gipsabscheider ist im GZB verstopft, die Fußbodenheizung in der Apotheke geht nicht und das Bauwasser für das Haus 9 muss hergestellt werden. Zum Wartungs- und Instandsetzungsteam gehören 12 Mitarbeiter und das Wichtigste, Jörg Ipschers Telefon. Okay. Alles klar, bis dann. Das nimmt hier bestimmt 80% ein am Tag, dass nur das Telefon klingelt. Also da ist, und man muss ständig sporadisch spontan hier reagieren. Seit 1991 hält Jörg Ipscher die Anlagen im Klinikum am Laufen. Computer gab es schon, als er angefangen hat. Die Leistung von damals ist mit dem aktuellen System aber nicht vergleichbar. Ich vergleiche das immer mit einem normalen Einfamilienhaus. Wenn man jetzt wirklich nur eine ganz simple Heizung hat, also jetzt keine Jalousiensteuerung, kein Smart Home, sondern nur ein ganz normales Haus, hat man ungefähr 10 Datenpunkte und wir überwachen hier 15.000. Damit wir ungefähr einen Vergleich haben, was wir hier überwachen und betreuen. Im Untergeschoss des Klinikums dominieren endlose Gänge, Lager und Technikräume. Wenigstens einmal am Tag ist Jörg Ipscher hier unterwegs. Die Lüftungsanlage unter der Decke hat einen Fehler angezeigt. Hier zum Beispiel können die Arzneien nicht produziert werden. Die Zytostatika, die stündlich abgerufen werden. ZOP könnten sie nicht operieren, weil keine Schutzdruckhaltung wären. Und die MRTs würden auch nicht funktionieren, weil die Patienten dort in einem Luftstrom liegen müssen, damit die Messungen durchgeführt werden können. Also damit wären alle Untersuchungen und Behandlungen nicht durchführbar. Wasser auffüllen nachher, wenn alles fertig ist. Anlage abdrücken. Verantwortlich ist Jörg Ipscher auch für die Azubis aus seinem Bereich. Nachwuchs vor Ort auszubilden ist wichtig, sagt er. Wir haben ja mehrere Gewerke. Früher waren es ja verschiedene Berufe gewesen. Heute, wir betreuen ja die Klimatechnik, die Heizungstechnik, die Sanitärtechnik, übergreifend bis zur MSR-Technik. Und auf dem großen Campus sind die Anlagen eben sehr vielfältig und da braucht man die Jahre schon für die Ortskenntnisse. Das neue Trafohäuschen auf dem Klinikgelände. Routinekontrolle durch Bernd Köhler, den Bereichsleiter Elektro. Alles rum, was jetzt Strom ist oder beziehungsweise Unterstützung der EDV bei Datenleitungszug etc. Aber das Groß ist die Elektro und die Telekommunikation in allen Facetten. Bernd Köhlers Team besteht aus 12 Elektrikern, alle speziell für die Arbeit an Krankenhausanlagen ausgebildet. Hier gibt es Sicherheitsleuchten, die vernünftig installiert werden müssen. Wir haben ein IT-Netz, also so ein Sondernetz für Patienten, sodass dem Patient nichts passieren kann. Es ist ein Unterschied, ob jemand auf einer Normalstation liegt oder auf einer ITS. Da gibt es verschiedene Systeme, die dann dementsprechend zur Anwendung kommen. Zum Verantwortungsbereich von Bernd Köhler gehört auch die Telefonanlage. Sie kann bis zu 2000 Anschlüsse versorgen. Die portablen Geräte, vor allem für das medizinische Personal, dürfen nicht ausfallen. Dann haben wir ein Chaos.
weil im Endeffekt die Kommunikation ist alles im Haus und die Telefonanlage ist einer der wichtigsten Bestandteile für Ärzte, Schwestern, um OPs abzurufen, zu bestellen oder auch Rückfragen zu stellen. Wartungsaufträge bekommt Bernd Köhler in Haus 5. Hier sitzt in der zweiten Etage Marita Likert, Bauleiterin und Instandhaltungskoordinatorin. Danke. Ich kümmere mich um die ganze Wartung und Instandhaltung unserer Bereiche Klinikum, Gesundheitszentrum, die ganzen Außenstellen, die wir haben. Das heißt, Reparaturaufträge koordinieren, kleine Umbaumaßnahmen, größere Umbaumaßnahmen. Die sicherheitsrelevanten Anlagen alle im Blick zu behalten, die TÜV-Prüfung zu koordinieren, und das ist alles so mein Aufgabengebiet. Seit fast 30 Jahren arbeitet Marita Likert, die ursprünglich Landwirtschaftsbau studiert hat, im städtischen Klinikum. Eine der größten Herausforderungen, der fast abgeschlossene Umbau der internistischen Intensivstation bei vollem Betrieb. Staub darf nicht sein auf einer ETS, also werden wir die Türen hier alle abkleben und der Zugang nur hier rüberkommen, so dass die Patienten nicht mit dem Dreck in Berührung kommen. Spannend ist für Marita Likert die Verknüpfung von historischen Bauten aus den 1900er Jahren mit moderner Bauweise. Also es hat sich schon immens was geändert. Auch für die Patienten, also auch für die Mitarbeiter. Also wir brauchen jetzt nicht mehr über den Hof das Haus 8, was man hier drüben sieht, oder das Kinderbettenhaus, wo die Kinder früher drin gelegen haben, sind jetzt alle integriert. Braucht keiner mehr über den Hof gefahren werden, die ganzen Transporte, ob Fähr- und Entsorgung, läuft alles im Haus. Also ist schon enorm, eine enorme Veränderung. Jörg Ipscher, Bernd Köhler und Marita Likert. Drei Mitarbeiter, die das städtische Klinikum Brandenburg technisch am Laufen halten und so die wichtige Versorgung von Patienten rund um die Uhr gewährleisten.